zusammen, herzlich willkommen zu unserer Ultra Randomizer Nuzlocke mit Kazu, Mirio und einem Giratina beim Champ-Kampf. Mirio. Und ich will eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir bleiben mit Kurt drin und knirschern es. Wer ist dafür? Es ist ja nur Teufelsdämons. Ich wäre für das Knirschern, genau. Wenn es verliert, ist Teufelsdämon schuld. Punkt. Aber es ist halt. Ja. Ja. Das ist das Giratina. Das ist das 75er. Und er hat noch eins auf 76, sagt dein Pokémon. Na, vielleicht ist auch 75 das ist sein der 75er, stärkste. Ja. Du hattest schon mal schneller. Spices komm schon, Critters. Wir sind jetzt halt 10 Level Unterschied, ne? Oh, shit. Ach, du ahnst es nicht. Zurückgeschreckt. Ja, Verteidigung gesenkt. Yes. Das machen wir jetzt noch. Oh, shit. Es ist doch zurückgeschreckt. Was? Nein, es ist nicht. Rip Kurt an der Stelle. Kurt ist Ups. Tot. 10 Level Unterschied, auch was wäre auf Anlicht Kurt Teufelsdämon, ne? War gut. Oh, what? Arbus? Nee, also ich. Nein, warte mal, Baluin, mach nichts zu schnell. Arktos ist auch mit der Aurasphäre. Ich will nichts machen, ich gucke nur, was wir noch haben. Ach, das war Aurasphäre, war ja Ding. Was ist das Psycho, ne? Das Drache. Geist und Drache, dann dürfte das Psycho doch auch effektiv. Ja, aber dann dürfte doch Psychokinese von KFC auch stark sein. Und da würde theoretisch die Aurasphäre nicht so viel Schaden machen. Warte, ist Psycho würde effektiv gegen Geist oder Geist gegen Psycho? Beides. Die sind beide effektiv gegeneinander, oder nicht? Hä? War das nicht so ein Doppelding? War das nicht immer der Gag, dass Psycho Geist besiegen kann und Geist Psycho besiegen kann? Je nachdem, wer schneller ist. Also for real jetzt, davon gehe ich aus. Wir lassen mal Miri und Katze diskutieren, weil das vielleicht eh schon die letzte Folge ist und wir haben ja Zeit. Psycho ist nur normal effektiv. Das ist effektiv frech. Gegen Giratina sind Eis, Geist, Drache und Licht und Fee, aber das gibt's noch nicht. Geist? Eis und Geist, klar, es ist ja ein Geist, also ist Geist auch sehr effektiv. Ja, dann können wir weiterhin KFC einsetzen. Der hat Fußball. Ja. Hoffen wir, dass Giratina nicht noch irgendwelche Überraschungen hat. Oder sollen wir Kurt down gehen lassen und dann erst wechseln? Der haut jetzt da kurz mit einem Donnerblitz das KFC weg. Damit die Folge vorbei ist, das für Blasen. Nein, kein Donnerblitz. Kann es Donnerblitz? Wenn, dann machst du erst einmal Aurasphäre. Aurasphäre, jetzt ist die Frage, wie gut es das tankt. Weil selbst wenn es nicht effektiv ist, das Problem ist, dass es nur Level 63, ne? Okay. Oh, KFC. MVP. So, ich mache Spuckball. Oh, nein. Oh, shit. Was zum Geier ist das? Oh, nein, das ist gegangen. Und jetzt kommt es und haut dir eine runter. Ja, es kommt von hinten, haut dir einfach so gegen Bungen. Schemenkraft. Lol. What is Schemenkraft doing? Ah, KFC nuken, okay. Ey, huh. Komm schon, KFC, du nukst das jetzt. Wir sind da alle für. Ach du Kacke. Okay. So. Das sind wieder unsere drei Probleme. Dem Kraft kannst du dich auch noch fünfmal einsetzen. Da sind wir wieder. Genau an der Stelle. Ja, kann es. Kann das fliegen? Nein, kann das nicht. Ne? Nee. Das bringt nichts. Ich glaube, Schemenkraft trifft trotzdem. Auf jeden Fall müssen wir es erstmal heilen. Here we go again. Ah, shit. Here we go again. Ja, aber jetzt, ja. Dadurch, dass er jedes Mal einmal verschwindet, haben wir immer die Chance, eine Runde Schaden zu machen, ne? Ja, nein, du könntest auch Darkrai erstmal noch heilen. Ja, das könntest du gleich wirklich. Als nächstes, wenn du jetzt eine Runde Zeit hast. Okay. Außerdem dürfen wir nicht verwechseln, dass der Erzwinger vielleicht ganz gut sein könnte. Warum? Wird er besser mit der Zeit? Stimmt. Ja, was? Genau, der Erzwinger wird besser mit der Zeit. Das tut der Erzwinger auch nicht. Ich weiß nicht, was der Zwinger macht. Ja, dann sag doch nicht sowas Dummes, wenn du nicht mal weißt, was doch nur. Der Erzwinger gibt deinem Gegner theoretisch die doppelte Kostenanzahl für die AP. Das bedeutet, die Attacken drainen schneller. Das heißt, jetzt wieder heilen. Ja. Eine gute Idee. Wir können auch mal Läuterfeuer drauf einsetzen. Vielleicht macht das mehr Schaden, weil es Step hat. Vielleicht verbrennt er ja. Ja, aber ja, es ist doch Drache. Würde das als Drache nicht automatisch aufgehen? Oh nein, stimmt, als Drache ist das natürlich nicht sehr effektiv. Ja.
Also theoretisch kannst du jetzt eine Attacke einsetzen. Das ist das letzte Mal Schemenkraft, das es einsetzen kann, meines Wissens. Aber was? Spukball hat ja absolut gar nichts gemacht. Kannst auch mal ein Läuterfeuer probieren, aber... Ja, ich probiere es jetzt auch. Aber, und Baloo macht einfach... Elementkraft müsste jetzt eigentlich weg sein. Aber was hat es dann noch für fürchterliche Dinge? Macht mit jedem Mal weniger Schaden, gefühlt die Schemenkraft. Das Läuterfeuer von KFC. Boah. Also. Das war ein Crit. Unser erster Crit. Woo. Ja. Oh. Oh. MVP! Aber er macht jetzt seine Top-Genesung. Jetzt kommt sein Gift-Ding. Okay. Oh, das ist gut. Jetzt Spukball. Auf jeden Fall ja, mit aber Spukball arbeiten. Du hast gerade eben mit einem Crit so viel Schaden gemacht wie ein Spukball. Jetzt muss ich mich erstmal heilen. Erstmal heilen. Ja, das ist schon klar. Oh. Okay. Top-Drank. Okay. Geht das auch in Ordnung? Kannst auch Top-Genesung machen. Das ist mach, was du willst. Aber Hauptsache es heilen. Mach, was du willst. Hauptsache es ist kein Hyperheiler. Lauli schließt das Spiel. Louis weint unter seinem Schreibtisch. Ich weine schon die ganze Zeit. Das hört nur keiner. Ich habe einmal das Mikrofon aus zwischendrin. Nein! Du Arsch! Oh. Schillock. Das ist ein Schillock. Geh zurück, das ist ein Wasser-Pokémon, ne? Ja, ich weiß. Ja, weißt du. Aber Superfischi hat ja keinen Dings mehr. Kein Wenn, dann wäre Kurt die Möglichkeit. Nicht Superfischi. Ja, aber Superfischi hat auch eine Elektroattacke. Welches Superfischi hat eine Elektroattacke? Ja, das interessiert mich das jetzt. Das gerade, was drin war, hat doch einen Elektroangriff aber gehabt. Aber das war KFC. Ja, meine ich ja. Ja, und das ist leider ein Feuer-Pokémon und das da hat eine Hydro-Pumpe. Ja. Ja. Gut. Dafür muss es erstmal treffen damit. Blauli, du willst wirklich eine Hydropumpe raus. Also, du wurdest heute öfter von einer Hydropumpe getroffen, als dich Moskitos auf einer einsamen Insel stechen würden. Ja, also gut, okay. Okay. Das ist nur Normalverteidigung, ne? Ja. Wie viele Pokémon hat er denn noch? Nur noch Giratina 2. Und ein anderes. Ja. Da du ja gejinkt hast, dass er 2 Legendäre hat. Ich nicht, das war Katze, ne? Ja, das ist, okay. Ich stehe da auch nur zu meiner Meinung. Das andere Legendäre haben. Ist übrigens ein Rayquaza. Ah, aha. Nee, noch ein Palkia wäre eigentlich gut. Das eigentlich war gar so, nicht. Da kommt das Giratina zurück. Du kannst jetzt zurück also auf KFC wechseln und das Spukballen. Aber Spukball macht doch keinen Schaden. Das andere auch nicht, das hat nur gekrittet. Ja, aber es hat gekrittet. Das andere macht noch weniger Schaden. Ich wünsche mir, dass das letzte Pokémon Carpato ist. Ja, ich auch. Das wäre ein schöner Abschluss für die Liga. Dunkelklaue, was macht das? Geistangriff. Okay. Das ist uns egal. Crit ist einfach nochmal. Das Problem ist, er kommt jetzt in den roten Bereich und wird geheilt. Er kommt nicht, es reicht nicht. Es reicht ganz knapp nicht. Scheiße. Läuterfeuer, um es nochmal anzuzünden danach. Er wird Top-Genesung einsetzen, ist sogar keine schlechte Idee. Ja. Versuch's. Vielleicht hat er keine mehr, nee. Schade. Man kann ja hoffen. Hoffen und beten. Warum muss denn sein letztes Pokémon auch das stärkste sein? Boah, ist das ätzend. Das ist das vorletzte. Ja, ich meine vom Level her, wenn es 75 das höchste ist. Ja, natürlich. Was auch sonst. Komm schon, zünd es nochmal an. Läutere es in deinem Feuer, KFC. Echt, zünd es an. Ach, scheiße. Doch. Ja. Ja, nice. Nice. Ja, was denn jetzt? Nice? Schneiß ist das! Schneiß! Mensch, da schneiß ich doch direkt nochmal die Augenfeste. Die müsste aber dann jetzt auch so langsam mal leer sein. Das ja, Problem ist, kein Problem, der hat ja genauso einen Zwinger wie wir. Ja. Attacken gehen auch schnell leer. Ja. Kampfsteck-Giganten. Weil schnell leer oder schnell leer, kann man so sagen und so sagen. Tomato. Wie oft hat er den Top-Genesung schon eingesetzt? 3? 2? Ich weiß es nicht mehr. Hat er das wirklich schon so oft eingesetzt? Mir kommt es vor, dass er es noch nicht eingesetzt hat. Bei Zoompex hat er einen eingesetzt. Ah, okay, stimmt. Aber danach nicht mehr. Hoffentlich hat er nicht mehr als 2, ey. Vielleicht critten wir auch mal ausnahmsweise. Stopp. Jetzt nicht in roten Bereich, Verbrennung. Er wird nicht nochmal heilen. Okay, und jetzt ein Spukball. Komm schon.
kommt Mendatle. Okay. Ach, Katze! Top-Genesung. Das war zum Kotzen. Das war die dritte Top-Genesung. Die anderen davor haben immer zwei eingesetzt, das ist frech. Ja, er ist ja der Champ, er ist halt krasser. Er hat mehr Tränke als die anderen. Was machen wir, wenn KFC die Attacken ausgehen? Weinen wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich, ja. Aber irgendwann hat er auch Dudley. Aber er dürfte theoretisch keine Aurasphäre mehr haben bald. Leute, Feuer wird nicht nochmal verbrennen bei unserem Glück. Oh. Das ist ein Crit. KFC. Oh. Das ist kein Crit? Nee, das Läuterfeuer wirkt nicht. Läuterfeuer verringert auch den Spezialangriff. Was? Nicht? Ja, scheiße. Nein, was? Ich dachte, Verbrennung sorgt dafür, dass man weniger, irgendwas weniger. Du hast dich immer tierisch aufgeregt, wenn ein Pokémon verbrannt wurde. Ja, natürlich, aber den physischen Angriff. Okay, aber vielleicht ist Dunkelklaue ja. Mehr Schaden. Ja, sag ich ja. Natürlich, ja, aber mein Argument doch richtig. Ja, aber du hast mit Spezialangriff und das Spezialangriff dafür sorgt. Angriff ist doch aber egal, eins von beiden. Verbrennung und Angriff. Ja, wenn keiner dich versteht, nur du in deinem eigenen Kopf dich verstehst, bringt das keinem was. Ja, doch, mir. Letzter Spukball im Übrigen. Ja, Aurasphäre kann man anscheinend unendlich oft einsetzen. Ja. Nee, 20 Mal oder so, oder 25 Mal, während man unseren Spukball nicht so oft einsetzen kann. Aber Aurasphäre ist gut. Ja, aber Spukball ist jetzt leer. Die Dunkelklaue ist nämlich schlechter für uns. Ja. Das heißt jetzt eins von denen erstmal? Ja. Erstmal die Psychokinese. Trifft überhaupt? Was, wenn die jetzt nicht trifft? Das wäre traurig. Warum sollte die nicht treffen? Kann er mal mit seiner Aurasphäre mal leer sein, vielleicht? Nee, das ist auf Unlicht, wo Psycho nicht trifft. Alles gut. Oh! Und? Oh ja, okay. Es senkt die Spezialverteidigung, na, das ist doch mal nett. Die Frage ist, soll ich heilen? Wenn er eine Dunkelklaue macht, überleben wir das? Ja, ne? Oder nicht? Nee, kein Risiko. Hallo? Hallo? Heil ist besser. Brauchst du noch keiner sonst hat so gute Chancen, ja. Mein ganzer Kampf dreht sich gerade nur um Giratina im Übrigen. Schön. Ja, ist das schön. Wie viele Minuten spielst du schon 13 Minuten fast. Ja, zwischendurch hast du mal einen Schlock besiegt, ne? Stimmt. Also stimmt, so ist stimmt. Nicht. Ist multitaskingfähig, Blauli mit Blauli. Schade, dass das Läuterfeuer nicht nochmal angezündet hat. Ehrlich, finde ich echt schade. Die ganze Zeit hat gut funktioniert. Also allein, dass es schon zweimal funktioniert hat, war schon krass genug. Dann einmal nicht mehr. Komm, ein bisschen die Spezialverteidigung. Oh, komm jetzt! Aurasphäre ist gut. Ja, ja, ist okay. Kann Psychokinese Volltreffer landen? Ja. Aber bei uns nicht. Okay, jetzt werden wir sehen, ob er nochmal heilt. Wehe ihm, ne? Oder nicht. Wenn er nochmal geheilt hätte, das Vieh, ne? Dann wäre ich zu ihm rübergekommen. Dann hätten wir einfach das Spiel gelöscht, dann wäre er nämlich tot gewesen. So! Jetzt überlebt er mit einem KP wie immer. Ja, natürlich. Ja. So ein Arsch. Das ist so gemein. Das ist doch echt nicht normal, ey. Okay. Nee, das ist Drache Geist. Ja, ach so. Wusste ich gar nicht. Was denkt ihr, was das letzte Pokémon ist? Das zweite legendäre. Jetzt, welches ist leck es? Mich doch an die Füße! Jetzt kommt der Krill. KFC so, ich gehe jetzt aber ganz sicher, dass es hilfreich. Tot ist. Lost me, what the fuck? Oh, Cameron darf den Endstoß machen, das ist süß. Ja, lass weh, es geht drauf an dem Knospi. Ja, wenn das jetzt an dem Knospi ist. Ich heile es nochmal vorher, zur Sicherheit. Okay. Ich schwöre bei Gott, du setzt jetzt ein. Dein Hypertrank oder dein Toptrank ein. Gut, so und gut, so ist es richtig. Im Moment sammelt das Ding Energie für den Solarstrahl. Und es haut den Solarstrahl raus. Schön. Anstrengend. Naja, lass mal Regen, ja, das ist na toll. Danke, Knospi, toll von dir. Toll, Feuer wollte ich nicht mehr machen. Erdbeben? Das ist ein Knospi. Okay. Och, Mann. Aber schon wieder sorgensam. Immer kriegt Cameron die Sorgensamen ab. Immer nur auf Cameron. Das war jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal der Sorgensamen auf Cameron. Das dritte Mal allein in der Top 4, dass er landet, ja. Oh, es hat nicht gereicht. Oh, scheiße. Ja, oh. Ja, ja, natürlich. Eruption. Ey, Overkill das jetzt mit der Eruption. Ich bin echt dafür. Ja, ich auch.
Ich gebe niemals auf. In der Beziehung sind wir uns ähnlich. Ja, warum hast du dann Knospi dabei, ne? Auf Wiedersehen. Oh, ja! Das ist doch nicht wahr! Das gibt's doch nicht! Ja. Ich glaub's ja nicht. Ich bin froh, dass er das nicht bei Giratina nochmal eingesetzt hat, ehrlich. Warum? Verstehe ich nicht. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ein KP? Nein. Oh, ach, danke! Oh, Cameron, Man of the Day, of the Week, of Ever! Yes! Leute, wir haben keinen verloren dieses Mal. Oh, shit! Diesmal was ist keiner draufgegangen. Es ist absolut insane. Es ist vorbei. Ja, das fühle ich aber auch. Ja, da kann ich nur zustimmen. Ein seltsames Gefühl. Ich bin nicht wütend, dass ich verloren habe. Ich bin glücklich. Glücklich, dass ich den Aufstieg eines neuen Champs miterlebe. Ich war doch schon. Ja, aber das Problem ist, die Top 4 hat Kurzzeitgedächtnis. Also der Titel bringt dir nichts. Du bist stark geworden, Mamika. Du bist wirklich sehr stark geworden. Deine Pokémon werden von einem reinen und aufrichtigen Herzen angetrieben. So bietet ihr euch gegenseitig die Chance, aneinander zu wachsen. Oh nein, jetzt haben wir doch glatt alles verpasst. Wenn du nur nicht so langsam wärst. Hatten wir das nicht schon mal? Das hatten wir doch alles schon mal. Oh, hallo, Mamika, lange nicht gesehen. Du bist ja richtig erwachsen geworden. Der Sieg in der Pokémon ist ja wirklich fantastische Leistung. Dein Vertrauen in deine Hingabe haben dir auf dem Weg immer Kraft gespendet. Und das sind die Früchte deiner Arbeit. Aber auch deine Pokémon waren super. Ich glaube, an deren Trainer hat sie alles durchstehen lassen. Herzlichen Glückwunsch, Mamika. Dann würde ich den neuen Chef vielleicht um ein Interview bitten. Ich glaube, du musst das nicht nochmal vorlesen. Das wird langsam alles zu laut hier. Komm, Mamika. Tschüss. So, wir sind Champ noch ein zweites Mal. Yeah. Hi, was wird das im Interview? Nichts wird aus dem Interview. Du machst die ganze Stimmung gerade kaputt, weil du die merkst, ne? Ja. Ja, das tut mir so leid. Also. Ich war schon sehr lange nicht mehr in dem Raum. Wir waren erst vor 5 Minuten hier, ne? Das ist höchstens ein Monat her. Da vorne steht mein Name auf dem Schild ganz oben. Ja. Recently Champs sind wir ganz oben. Seltsam. Und da kommt unser Team für den zweiten Liga-Durchgang. Cameron! Den MVP des ganzen Let's Plays. Cameron ist immer noch krass, ja. Du hast gut gefangen, ja. Miri. Hast ja, du echt ja, gefangen. Wirklich, ich bin sehr stolz auf dich. Das ist auch Arktus. Direkt im Ball drin geblieben, ohne es zu schwächen. Das wollte mit. Super Fischi 1. Ja, das ist unser Arktos Super Fischi gewesen. Da kommt toll. Nastara. Spiel hat es ehrlich gesagt nicht gemacht, aber es war dabei. Es hat doch, getankt. Bei O-Absorber war doch ganz praktisch eigentlich. Ja, aber andere waren definitiv mehr draußen. Teufels Dämon 2.0. Kurt, Leute, Kurt! Kurt war krass. Ja, im Fleckmann-Brunnen gefangen. War früher als KFC. Ohne KFC wären wir nicht so weit gekommen. Oh ja, KFC hat uns den Arsch gerettet. Ja, der gute Golkenturm, ne? Kennt man? Super Fischi, war auch nicht schlecht. Super Fischi 2. Es gab mal eine Zeit, da hatten wir eine Menge Pflanzenstarter. Super Fischi ist der letzte davon. Leider konnte es mit seinem Gigasauger nicht so viel machen wie gehofft. Super Fischis Kopf und hohes Passaudio. Ein schönes Team ist das, ein schönes Team. Ich finde auch wirklich ein sehr, sehr schönes Team. Viel Vielfalt drin, viel, also sehr ausgewogen alles. Wir haben halt 2 Feuer-Pokémon drin, aber das ist ja... So ist das halt. Ja, passiert. Ja, Leute, jetzt, was kommt jetzt noch? Der Kampf gegen Rot. Rot. Yay, den muss ich aber nicht mehr machen. Denn meine Folge ist jetzt zu Ende. Leute, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Guckt morgen bei Miri vorbei, da geht's noch weiter. Ich denke, Rot probieren wir auch noch. Dankeschön fürs dabei sein, macht's gut und bleibt schön feurig. Tschüss. Tschüss.